wenn wir jetzt nicht tatsächlich aussteigen aus der Kohle, wenn wir jetzt nicht eine andere Mobilität organisieren, die emissionsfrei ist, die emissionsfrei sein muss, wenn wir jetzt nicht eine andere Landwirtschaft organisieren und die große Transformation hinbekommen, weil viele Emissionen kommen aus der Landwirtschaft, die Verseuchung des Trinkwassers kommt aus der Landwirtschaft, wenn wir das jetzt alles nicht machen, sondern hoffen, dass irgendjemand schon mit irgendeiner Forschung es irgendwann machen wird, das wird nicht funktionieren. Die Klimaziele von Paris müssen eingehalten werden. Und ich sehe gerade eine Bundesregierung, die in Paris unterschrieben hat, aber weder die SPD noch die Union sind überhaupt nur willens, das auch umzusetzen in wenigstens die deutsche Realität. Wir hätten die Möglichkeit, wir haben die Ideen, wir haben die Ingenieure, wir haben auch die Fantasie und wir haben eigentlich auch eine Mehrheit in diesem Land, die sagt, ja, das müssen wir selbstverständlich machen. Und deswegen sage ich, wir halten den Klimavertrag von Paris ein. Wir fangen in Deutschland damit an, ihn wirklich umzusetzen. Warum am 24. September grün wählen? Na klar, es geht um die Menschheitsfrage Ökologie. Keine Partei wird die ökologische Frage in den Mittelpunkt stellen, so wie Bündnis 90 die Grünen. Die Erreichung der Klimaziele, den Kohleausstieg, die Verkehrswende und die Wende in der Landwirtschaft. Warum grün? Weil es um den Zusammenhalt der Gesellschaft geht, um ein gemeinsames, solidarisches Europa. Darum, die Kinderarmut zu bekämpfen und darum, dafür zu sorgen, dass es weltweit mehr Frieden gibt. Also wenigstens mal keine Rüstungsexporte mehr in Krisenregionen. Am 24. September oder vorher bei der Brief.